Howdy Leute und herzlich willkommen zurück bei Metro 2033. Und wir machen wieder Messerspiele, nämlich mit diesem jungen Mann, der es sich so sehr wünscht, ein Messer im Kreuze zu haben, ja. So. Sag, ich gebe mal in Deckung. Step, step, step. Ja, das letzte Mal liefert das nicht so ganz toll. Möchte ich jetzt mal beschönigen mit den Worten toll. Aber man hat ja unendliche Versuche. Hier in Metro, da war das Medikit. Genau. Ich will mich mal ein bisschen besser umsehen, jetzt wo ich nicht permanent Panik haben muss. So, da gibt es ein Messer noch gratis dazu. Das ist wunderbar. Schön, dass man auch abzählen kann, wie viel man hat, indem man auf die linke Hand sieht. Drei Ersatz, eins in der Hand, sind vier. Schön, dass das gemodelt wurde. Da vorne ist noch einer. Suchen die mich schon? Oder habe ich noch Schonfrist? Das ist jetzt die Frage. Moment, da ist Licht. Licht ist schlecht. In dem Fall zumindest. Da schreit einer, das heißt, die haben mich gesehen, oder? Ist der Granaten dabei, hat der Mann. Der fremde, böse Mann hat Granaten dabei, beziehungsweise Dynamitstangen heißen sie ja hier. Die zwei halten den Plausch ab, da müsste ich ja den eigentlich wunderbar treffen können. Ah, ah, ah. Einmal hier, einmal hier. So viel zum Thema, ich mach's leise, ja. Gott, durch den ganzen Rauch sehe ich gar nichts. Ich hoffe, ich habe jemanden erwischt. Oder flank him. Versteck mich in eurem Klo, hm? Wie sieht's aus? Nicht so eine gute Idee, aber stell dich nicht so an, weil ich Granaten geworfen habe. Ja, du willst es doch auch. Du stehst doch drauf. Ich kenn dich doch. Aua. Granate. Auf der Uhr unten blinkt das grüne Licht, beziehungsweise leuchtet. Heißt das, ich bin total sichtbar? Na, aufpassen, dass mich hier keiner flankiert. Wisst ihr was? Ich gehe mal hier lang. Naja, da laufen sie, da laufen sie. Wie konntest du mich sehen, du Sau? Es ist nicht gerade einfach, hier jemanden zu treffen. Komm, fall um. Danke. Der Rauch bleibt aber lange von der Dynamitstange, muss ich schon mal sagen. Oder ist das grüne Lämpchen da unten jetzt? Ich bin total super gut versteckt und keine Sau sieht mich. Stolperdraht? Nee, das ist schlecht. So, wir arbeiten uns Stück für Stück vor. Da ist niemand. Zumindest jetzt noch nicht. Da ist doch jemand hingelaufen mit dieser Sandbarrikade, oder? Oh. Hahaha, AK. Das ist nicht Bourbons. Denn Bourbons hat seine AK noch. Tja, das soll man jetzt wissen, wo die Leute herkommen, ne? Ist schon schlecht, wenn du deinen Arsch raushängen lässt. Habe ich den jetzt erwischt? Ne, habe ich natürlich nicht. Der Stand ist zwecklos. Da läuft noch irgendwo einer.
Aber ich bin verwundet. Oh. Hände hoch? Nee. Oh, da war ein Schärfer drin. Lass mich raten, du bist da oben, oder? Da fang. Jetzt musst du irgendwo hinrennen soll. Ah, ich liebe es, wenn was funktioniert. Was? So dreckiger kleiner Mann. Ja, sieh mich auch. Oh, was liegt denn hier alles rum? Lauter schöne Sachen, die mir Freude bereiten. Ja, ja, die sind da oben. Ist okay. Dein Geschrei interessiert mich überhaupt nicht. Nee, die sind da vorne. Mein Messer. Das Problem ist jetzt, dass ich wahrscheinlich gleich sterben werde. Ah, da komme ich so nicht rüber. Natürlich schlecht. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt nochmal hinten lang. Ja, stirb Bastard. Ist okay. Ich sehe schon, die mögen mich nicht. Ich habe auch nicht mehr viel Munition für die AK. Da gibt es gar keinen Durchgang. Das ist natürlich schlecht. Okay. Wir können das. Wir schaffen das. Wir machen das. Denke ich mir mal zumindest. So, die Arschgesichter sind da vorne. Da ist mein Messer. Hier haben sie Bourbon geschnappt. Bourbon. So, Lichtlein aus. Oh, da ist noch ein Bahnsteig. Hallöchen, Jungs. Ja, die waren jetzt mehr als weniger darauf vorbereitet, dass ich komme, oder? Standen nur da. Nee, ich bin nicht tot. Ist da noch einer? Ach, da vorne. Ach, den von hier zu treffen. Das könnte lustig werden. Munition? Munition ist immer gut. So, ich schleiche mich mal wieder in die Richtung des Feindes. Ja, so sollte man es nicht machen, dass man seine Position auch noch richtig locker, flockig verrät, ja? Ist er tot? Ja, sieht fast noch aus. Wie viel Muni ist ja da nicht drin, ne? Nehmen wir einzelne Kugeln. Mal eine, mal drei. So, ich will das jetzt gar nicht mehr so lange herausfordern. Ich sag's euch ganz ehrlich. Nein, ihr dürft mich nicht erschießen. Ich bin so ein netter Kerl. Aha, Medikit. Ich sehe ihn nicht mal. Ich sehe zwar die Lampe da, aber... Freeze! Ja, friss dich selber. Komm doch raus und lass dich erschießen. Da vorne hinter den Sandsäcken. Haha, so ist das also. Ah, guck mal. Da ist ein Loch im Boden. Ach, der hätte mich so durchschleichen können. Ach, so ist das. Halt die Klappe, oder endest du die Schweinehalte. Oh Gott, das sind noch so viele. Oh nein!
Warte, irgendwo ein Speierpunkt. Ja. Oh, Gott sei Dank. Das ist ja heftig. Tut dir leid ist überhaupt nichts. Da habe ich die Wand getroffen, das ist schlecht. Nein, nicht flankieren. Flankieren ist böse. Ja, natürlich flankiert er mich, ist ja klar. Ah, du dumme Nudel, was ist jetzt los? Dachte ich mir. Da hat er nichts mehr zu sagen dazu. Ich würde gerne mal ganz in Ruhe die Leute plündern. Oben ist auch noch einer. Wie sollte man hier denn bitte unentdeckt durchkommen? Kann mir das einer erzählen? Ist das überhaupt möglich? Ja, möglich ist es 100 Pro, aber nicht für mich. Ganzes Banditenlager. Das ist so unmenschlich hier, ja? Aus so vielen verschiedenen Faktoren. Bourbon wäre jetzt eine nette Hilfe. Ganz ehrlich. Löchchen. Was machst du da vorne? Gymnastik oder was? An das Brett, weg vom Brett. An das Brett, weg vom Bett. Das hat ihm jetzt das Leben gekostet. Ich habe nirgendwo Munition. Oh, okay. Warum habe ich eigentlich noch die Gasmaske auf? Die brauche ich überhaupt nicht mehr. Das ist so ein Atium-Fetisch wahrscheinlich. Warum laufe ich auch immer über diese blöden Dinger? Lass dich plündern, du Stück! Was? 30? 30 Kugeln von was? War das Pistole, oder? Ach, Pistole habe ich ja nicht. Revolver, meine ich. Der gute alte Revolver. Wobei es bis jetzt eigentlich ganz gut lief, muss ich sagen, mit der neuen Aktion hier. Da habe ich auch keine Kugeln. Schotti hätte ich Munition, aber die trifft ja überhaupt nicht. Aua! Ich glaube, du brennst. Ups. Stell dich doch auf das Dynamit. Natürlich habe ich keine alte Socke getroffen, oder? Natürlich nicht. Es wäre auch zu einfach gewesen, wenn ich hier jemanden treffen würde. Was war denn das für ein Geräusch? Oh, eine Falle, die sich nicht ausgelöst hat. Das ist praktisch. Jetzt bin ich wieder hier. Wie komme ich denn hier rüber? Naja, ist okay. Ist okay. Ach, einfach so. Ja, die Bibel, nee, die brauchen wir nicht. Die gucke ich nicht mal mit meinem Hinterteil an. Ja, mit seiner komischen Kuhglocke. So, wieder ein bisschen Muni. Wir gehen mal ein Stockwerk höher. Vielleicht ist hier ja was. Ja. Hochdruckkugeln, aber brauche ich dieses Pumpgewehr? Das habe ich nicht. Plattenspieler Helm. Ja, warum sollte man auch einen Helm anziehen, ne? Könnte ich die theoretisch mit der Glocke auch weglocken, die Kerle? Ich will es gar nicht wissen, aber ich gehe mal oben lang. Ich glaube, dass das einfacher ist, die Leute von einer erhöhten Position abzuballern. Schön, dass er an der Wand lehnt, der Tote. Weißt du was, ich plündere dich einfach mal ganz, ganz fix im Stehen. Ach du Kacke, sind das viele.
Ich habe noch ein bisschen Dynamit für euch. Lad noch. Der hat den Helm auf. Habt ihr das gesehen? Der hat den Helm auf. Er besitzt wirklich die Frechheit, den Helm aufzuziehen. Dort kam die Spieledisk unten links. Das heißt, er hat gespeichert. Das heißt, das Magnetenlager ist hoffentlich leer. Ah, man merkt den Unterschied. Ja, gerade ist einiges besser als dieses komische andere Dingens. Was ich vorher die ganze Zeit hatte. So, da gibt es 100 Pro noch Haufenweise zu holen, oder? Hier war ich schon. Oh, hier. Ach, der hat ja auch eine Shotty dabei. Ich habe 5 Dynamitstangen. Eieiei. Da geht was. So, hier. Ah, hier. Ne, war noch ein Stück Holz. Ich dachte, es wäre Munition. Wie sieht's denn überhaupt aus? Eigentlich ganz gut. Ja, dafür brauche ich eine Uhr, dass ich weiß, dass es ganz gut aussieht. So. Leute, ich hoffe, ihr seid alle tot. Aua. Wo denn? Wo tue ich mir jetzt wieder weh? Dann gehe ich halt hier lang. Mir doch egal. Was ist der Perne für Geräusche? Das ist ja ekelhaft. Eine Wand aus Kisten. Das ist ja auch cool. Und haufenweise Fässer. Denk mal, da vorne muss ich hin. Jetzt haben die alle Dynamit dabei und ich kann nichts mehr mit mir rumtragen. Das ist schon irgendwie deprimierend. So, was haben wir denn hier? U-Bahn-Tunnel. Auch ganz typisch für eine U-Bahn, dass man U-Bahn-Tunnel hat mit U-Bahns drin. Oder U-Bahnen. Oder wie auch immer. Sind das Nahrungskisten? Das würde mich jetzt mal interessieren. Oder ist das eine Munition? Wir brauchen keine Nahrung. Was ist denn das Schönes? Das Ding steht unter Strom, oder? Ja, halt. Löchen wollte ich sagen. Moment, Gasmaske auf. Wir drehen an der Uhr. Zack, zack, zack. Medikit. Nein, Artyom, gehen Sie nicht hier hoch. Artyom, hör auf. Hier ist hinten rum. Haha, haufenweise Munition für die AK. Das ist super. Die räuchern hier Fleisch mit radioaktivem Abfall. Das schmeckt bestimmt super. Das ist ja die Kräuterpastete, wo man das Grillfleisch einlegen kann. 100 Pro. Nom, nom, nom. Schmeckt bestimmt super gut. So, ich denke mal, ich muss hier durch, oder? What did you bring with you, bastard? Answer, Suka, or I will shoot you! Who is it? Who is it? One night! Hypocrite Bourbon, who? Artyom! Who the fuck is that? Oh! You can keep your weapon down, young man. Bist du für einer? Is sad, but not unexpected finale for the likes of him. My name is Khan. Ah, Bourbon. Ah, Khan. Well, I suggest that we leave this place immediately. The companions of these bandits will show up soon enough, and I'd prefer to avoid more bloodshed. I'm going back to Cursed. This station's humidity is making me rheumatic. If you'd rather share your friend's fate, then, by all means, stay. Oh, das ist einer im Käfig. Das ist ja nett. Nö, ich will nicht sein Schicksal teilen. Armer Bourbon. So will es so seine AK, die ich anscheinend nie mehr bekomme. Der hat die 100 Pro eine bessere als die Banditen-Dinge. Aha, der Banditenanführer schläft mit dem Teddy. Das ist ja süß. Da hängen haufenweise die AKs. Warum kann ich da keine bessere nehmen? Warum, liebes Spiel? Und wo ist Bourbons AK überhaupt? Ich will Bourbons AK. Ja, wisst ihr was? Ich gehe einfach. Ja, ich A wise decision. Schon, oder? Ich bin ein sehr weiser Mann. Geister! Hans' appearance caught me by surprise. Although while fighting the bandits,
I did sense someone helping from the shadows. Han assured me that Bourbon's fate was not tied to my own, but I regretted his death. So ist das. Liebe Leute, wie es weitergeht bei Metro 2033, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich sage wie immer, stay tuned and so long.